kommen zu können. Frau Müller-Gemmecke. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, könnten Sie bitte begründen, warum Sie zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung deutliche Steigerungen der ärztlichen Honorare planen und gleichzeitig bei den Pflegekräften, deren Situation ja nicht besonders rosig ist, niedrigere Löhne in Kauf nehmen, indem Sie in § 72 SGB 11 die Bindung einer Zulassung der Pflegeversicherung mit einer ortsüblichen Vergütung kippen und somit auf das Niveau des Mindestlohns absenken. Also wie sollen auch gute Löhne, faire Löhne gesichert werden weiterhin? Sie stellen hier etwas gegeneinander, was nicht gegeneinander zu stellen ist. Und auch die Grundthese, dass dieses Gesetz zu einer Absenkung der Löhne in der Pflege führt, ist falsch. Sondern wir setzen, nachdem es die ortsübliche Vergütung als Regelung in der Pflege gab und zusätzlich diese Regierung einen Pflegemindestlohn eingeführt hat, nun die Widersprüche zwischen diesen beiden Regelungen vor Ort auf. Das führt nicht zu einer Absenkung der Löhne. Ich bin auch sehr dafür, dass in der Pflege weiterhin leistungsgerecht und vielleicht auch noch besser leistungsgerecht vergütet werden soll, dass die Anstrengung, die Leistung, die dort erbracht wird, auch besser honoriert wird. Gleiches gilt aber eben auch in der Medizin. Und wir wissen, dass mit den bisherigen Vergütungsregelungen offensichtlich die Arztbesuche in Heimen nicht gewährleistet sind. Also haben wir gezielt gesagt, müssen wir zusätzliche Anreize setzen, damit diejenigen Pflegebedürftigen, die nicht in die Arztpraxis leicht kommen können, dann vom Arzt aufgesucht werden. Das ist am besten, indem man auch Geld zur Verfügung steht. Im Übrigen glaube ich, wir werden das ja evaluieren, das heißt, wir können ja dann in ein paar Jahren, kann ich Ihnen als Bundesgesundheitsminister das ja dann vorlegen, in ein paar Jahren werden wir dann ja sehen, dass wir damit übrigens Kosten eingespart haben, weil wenn der Arzt nicht ins Heim kommt, ruft das Heim vielleicht den Rettungsdienst und weist ins Krankenhaus ein und dann ist es fürs System viel, viel teurer. Kollege Seifert.